Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, willkommen hier auf meinem Mystery-Kanal des Unfassbaren. Ja, ich habe mich jetzt wieder ein paar Tage aufregen müssen und habe gedacht, jetzt mache ich dieses Video. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Thema machen, ein astronomisches Thema und eins, naja, archäologisch in Anführungszeichen, aber dieses Thema muss ich einfach mal vorziehen. Und zwar musste ich mich jetzt tagelang aufregen, denn es geht um einen rätselhaften, in Anführungszeichen, sensationellen, in nochmal Anführungszeichen, Kornkreis in der Schweiz von Außerirdischen, in noch mehr Anführungszeichen, wie viele ihr auch da immer hintermachen möchtet. Und zwar ist dort in der Nacht vom 3. auf dem 4. Juni im Schweizer Örtchen oder nahe des Schweizer Örtchens Uechte oder so spricht man das aus, in Schweizerdeutsch richtig, ich kann es nicht, ich habe das ein paar Mal in Schweizer Nachrichten noch gesehen, aber dort ist ein Kornkreis in Anführungszeichen entstanden, der wurde von dem dortigen Landwirt dann entdeckt und dann ging es 2-3 Tage in den Medien hin und her von der Schweizer Blick, natürlich eine Regenbogenzeitung, wenn man sie so nennen möchte, dort im Alpenländle in der Schweiz, ging es da hin und her, was ist das und Außerirdische waren in der Schweiz, das Schweizer Fernsehen berichtete ab und zu mal da rüber dann in irgendwelchen kleinen Nachrichtensendungen und hin und her. Und es wurde spekuliert und dann wurde ein Kornkreisexperte, der wurde auch mit einem Kamerateam vom Fernsehen begleitet. Ihr seht es ja an den Bildern, hier an den Screenshots. Und zwar der Peter Keller, der sich ja 12 Jahren mit Kornkreisen und solchen Phänomenen befasst. Der wurde begleitet, wie er dort vor Ort in Uechte diesen Kornkreis untersucht. Und er ist der Meinung, dass dort Leylines sich kreuzen oder langführen. Leylines, das sind, sagen wir mal, Kraftlinien der Erde, das kennt ihr wahrscheinlich alles, es geht oft in den esoterischen Bereich, ist aber eins der Mysterien und der grenzwissenschaftlichen Phänomene, wo immer wieder viel diskutiert wird. Ich stehe diesem Thema ziemlich offen gegenüber, diesen Kraftlinien, die sich hier so durch die Erde ziehen. Aber er hat eben gesagt, dieser Kornkreis stammt von Außerirdischen, in Anführungszeichen, von einer fremden Macht, auch in Anführungszeichen, also nicht außerirdischen fliegenden Untertassen, die da was ins Feld gemalt haben. Aber er ist überzeugt gewesen, in diesem TV-Bericht, sowie in einem Interview, was ich hier auch so als Screenshot mal eingeblendet habe, dass da eben fremde Mächte am Werk waren und dieser Kornkreis, das sagt seine 12-jährige Erfahrung, wäre authentisch, eben nicht von Menschen gefälscht worden. Ja, dann hat sich das Ganze gewandelt. Und zwar hat am 6. Juni, und das war also der letzte Mittwoch hier vor 2 Tagen, eine Online-Jugendzeitung mit Namen Jissy, keine Ahnung, wie man es ausspricht, gemeldet und hat ein Video online gestellt, hier zeige ich auch Screenshots davon, und hat gesagt, wir haben dieses Ding gemacht, 3 Stunden Arbeit, ein paar Brettchen haben wir da zugenommen, ein paar Leute, die haben das dann alles gefilmt und eben online gestellt und haben gesagt, haha, haha, guckt mal, wir haben euch hier alle auf den Arm genommen, wir haben es alle selbst gemacht, der Bauer dieses Feldes war eingeweiht, er wurde auch finanziell entschädigt durch den Schaden, den das Team dieser Jugendzeitung da auf dem Feld angerichtet hat, als sie es alles platt getreten haben. Und ja, schaut mal her, ihr Lieben, so, jetzt habe ich euch alle auf den Arm genommen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich denke ab und zu, wenn ich Nachrichten sehe, es müssen ja nicht die grenzwissenschaftlichen Nachrichten sein, da ist es ja ganz schlimm. Aber wenn ich Nachrichten sehe, die normalen Fernsehnachrichten oder was lese im Internet, also ich glaube, die ganze Welt ist voller Idioten, voller Verrückter, voller blinder Leute, voller ganz bekloppter Leute, ganz einfach. Ich weiß, viele der Kommentare hier unten drunter sagen, ich bin von den vorher gerade genannten der Gott, der Chef, ich bin der Oberbekloppteste, aber völlig egal. Wenn ich jetzt aber die grenzwissenschaftlichen Nachrichten mir ansehe und News, jeden Tag mehrfach lese ich jeden Mist und jeden Mumpitz, damit ich immer weiß, was ist gerade so los. Ich erwähnte das in anderen Videos ja schon mal. Und so kam ich eben auch auf diesen Kornkreis da in der Schweiz. Ich habe da, glaube ich, auf facebook.com/mystery, falls mal irgendwie einen Link nur reingestellt, ich glaube zu 20 Minuten online oder so ähnlich. Da habt ihr dann auch drüber bei Facebook so diskutiert, da ist sowieso ein Fake, so wie das schon aussieht und so. Aber jetzt ist eben gesagt worden, es ist tatsächlich ein Fake von dieser Jugendzeitung. Und da kommt aber dann eben der Kongress-Experte Keller an und sagt, ach, die können ja viel behaupten. Vielleicht haben die nach dem Auffinden dieses Kornkreises ihr Enthüllungsvideo, wie sie diesen
dieses Muster in dem Feld gemacht haben, nachträglich gestellt. Es wäre nämlich nicht notariell beglaubigt, dieses Video, dass sie das tatsächlich waren, sondern sie nutzen quasi die Publicity dieses Themas als Werbung für ihr Jugend-Online-Magazin. Da muss ich sagen, also das ist schon ein bisschen sehr verblendet von diesem Kornkreisexperten. Man kann doch tatsächlich sagen, gut, er hat da mit seinen Messgeräten und so Leylines, Kraftlinien festgestellt. Da kann man ja sagen, gut, meinetwegen mögen sie da sein, aber der Kornkreis ist halt rein zufällig da von diesen mehr oder weniger Jugendlichen, eben von der Redaktion dieses Magazins hergestellt worden. Aber nein, er ist auch noch zwei Tage später davon überzeugt, in Interviews und in Gesprächen mit den Schweizer Magazinen, dass das tatsächlich ein authentisches, unerklärliches Kornfeld-Objekt, Objekt kann man ja nicht sagen, aber Kornfeld-Muster ist. Ich muss mich da wirklich fragen, also bin ich denn wirklich nur von Verrückten umgeben hier in dieser Welt, gerade in der Grenzwissenschaft? Also dieser Keller traut den Beteuerungen eben nicht dieses Jugendmagazins. Und da blende ich mal ein Zitat ein, ihr seht es ja hier. Die Videozusammenschnitte auf sind allesamt nicht notariell beglaubigt, können also genauso gut nach der Entdeckung der Figur inszeniert worden sein. Und wenn man jetzt ganz genau nimmt, hat der recht. Man kann tatsächlich sagen, diese Jugendzeitschrift hat die Publicity genutzt und hat schnell ein anderes dort ein Video gemacht und hat gesagt, guck, wir haben das gemacht. Und schon ist zumindest in der Schweiz dieses Online-Portal in aller Munde. Das ist tatsächlich möglich. Also sagen kann man viel, aber das ist tatsächlich eigentlich wahr, weil die Zeugen könnten ja lügen in der Redaktion, die haben sich alle abgesprochen und tatsächlich ist das irgendwie was Außerirdisches oder Kosmisches. Aber der Kongressexperte fordert nämlich eben die Redaktion auf, dieses Muster, oder vielleicht auch ein anderes Muster, 3 Stunden, sagte, brauchte die Redaktion, hat sie da bei ihrer Enthüllung zugegeben. Und er fordert auf jeden Fall auf, dieses nochmal unter dokumentierten Bedingungen in dem gleichen Feld erneut herzustellen. Da möchte ich nochmal ein Zitat einblenden. Ihr seht es ja hier. Das ist von Bernhard Brechbühl. Das ist so ein Chefredakteur dort. Der hat gesagt in einem Interview, so eine Idee hat eine beschränkte Halbwertszeit. Und zwar die Idee der Kornkreise, ob das jetzt überall kopiert wird und so. Das ist einmal lustig, dann nicht mehr. Unsere Aktion hat der Landwirt zugestimmt und wir haben ihn entschädigt. Wir wollten damit aufzeigen, wie einfach es ist, einen solchen Hype auszulösen und dass man nicht gleich bei jedem Gebilde im Kornfeld an Außerirdische glauben muss. Also auf meiner Facebook-Seite facebook.com/mysteryfiles hat niemand das Ding für außerirdisch gehalten. Und ich denke, das ist wieder einfach nur von den Medien hochgebauscht worden. Oh, die Aliens waren in der Schweiz und so. Und die lachen sich da eins ins Fäustchen, haben da 2 Tage später gesagt, oder 3 Tage später, ja, wir waren so, ja, alle veräppelt. Naja, aber dass dann noch ein Experte immer noch daran glaubt, dass das wirklich echt ist, also das ist Unsinn. Aber viel unsinniger ist eigentlich die Aktion an sich. Es gibt so viel Fakes und Fälschungen und all sowas im Internet, vor allen Dingen in Sachen Bildmaterial und Videomaterial und so. Es ist sehr ermüdend, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist der allergrößte Teil, ist tatsächlich nur erstunken und erlogen. Dann brauchen wir jetzt nicht noch irgendein Teenie-Online-Magazin, dass jetzt irgendwelche Kornkreisforscher veräppelt, denn es gibt ja tatsächlich solche, die sich als seriöse Kornkreisforscher ansehen, auf der ganzen Welt, die eben solche Dinger untersuchen und der Meinung sind, nein, es sind eben nicht alle Fälschungen, es gibt echte Muster, es gibt Piktogramme in diesen Getreidefeldern in der ganzen Welt, deren Herkunft, Ursprung oder deren Entstehung wir so noch nicht erklären können. Von Außerirdischen, den fliegenden Untertassen und so spricht da wirklich niemand von diesen Kornkreisforschern. Aber die haben sich dabei natürlich nichts gedacht, damit die ganze Szene wieder beleidigen der Leute, die sich in grenzwissenschaftlichen Dingen interessieren. Die ganzen Schweizer denken ja jetzt sofort, ach, Aliens, sag, guck an, alles Fälschung, alles Schwindel und alles Unsinn. Ja, das Online-Portal wird wahrscheinlich Klicks ohne Ende gekriegt haben, auch von mir einige Klicks, ich muss ja das Video sehen, aber alles im einen kann ich mich nur aufregen. Also ich bin nur von Verrückten umgeben, nur.
Also, ne. Ja, ich wollte mich kurz aufregen. So. Ich weiß nicht. Ihr könnt euch gerne, super gerne, auch über solche Aktionen, solche Leute aufregen. Egal, ob die Presse, die das hochgebauscht hat, wieder und sofort mit Aliens und fliegenden Untertassen in Verbindung brachte. Oder ob ihr euch aufregen wollt über die Aktion dieser Jugendzeitschrift, dass die überhaupt sowas machen. Witzig ist es ja für sie und Werbung ist es für sie auch. Oder ihr könnt euch auch aufregen, dass der Kornkreisforscher, der Peter Keller aus der Schweiz, der seit 12 Jahren nach eigenen Angaben sich so mit befasst, dass er doch noch darauf beharrt, dass hier keine Menschen am Werk waren und dass die Jugendzeitschrift, das Jugend-Online-Portal, das alles nur als Werbemaßnahme nutzt. Recht haben kann er im Prinzip, aber ich sehe es anders, vielleicht seht ihr es wieder anders. Deshalb diskutiert mal hier drunter, es ist ein bisschen außer der Reihe, dieses Video. Gebt mir bitte auch einen Daumen hoch und teilt mein Video. Gleich kommen noch einige Videotipps, auch zum Thema Kornkreise und UFOs im Mittelalter und so etwas. Ich schau mal, was ich da habe. Aber vergesst nicht, die Daumen, liken und verteile. Damit sage ich mal tschüss, ihr Lieben. Ah ne, ich muss noch irgendwas anhängen. Als ich 1989 angefangen habe, ach krasse. Aber als ich 1989 angefangen habe, mich mit den Mysterien zu befassen und kurz danach auch mein erstes Buch angefangen habe zu schreiben an meinem Commodore, hieß es immer, ach, Kornkreise und so interessierte mich auch. Und alle fasziniert in meinem Freundeskreis von diesen Bildern. Und ich wohne hier auf dem Dorf und ich kenne sehr, sehr viele Landwirte persönlich, auch im Freundeskreis und so. Die sagten, mach doch auch mal einfach so einen Kornkreis. Hier kannst du mein Feld nehmen, mach das mal. Das ist jetzt 25 Jahre her, wo die das gesagt haben. Und das war immer eine große Verlockung, das mal zu machen. Aber wenn ihr jetzt hört, es ist in Coesfeld-Lette im Münsterland ein Kornkreis entstanden, dann waren es keine Aliens, sondern es war Lars A. Fischinger von Grenzwissenschaft und Mystery Files, also schon mal vorab. Aber ich werde es nicht tun. Egal. So, Videotipps folgen, Daumen hoch bitte nicht vergessen und verbreitet mein Video in euren Netzwerken, wenn ihr mögt. Und damit sage ich mal, tschüss ihr Lieben, euer Mystery Lars.